Servus und willkommen bei Outdoor Gear Junkie. Wenn ihr euch für Outdoor-Ausrüstung interessiert, seid ihr auf diesem Kanal genau richtig. Heute wird es um diesen Rucksack gehen und wir werden gemeinsam schauen, ob das ein wirklicher Gamechanger ist. Tatsächlich muss ich euch noch kurz zeigen, was hier für eine wunderschöne Umgebung hier ich bin. Es wird hier auch noch bald ein Sonnenuntergang kommen. Darauf freue ich mich schon tatsächlich. Gut. Jetzt aber zu dem Rucksack. Ich liebe diesen Rucksack tatsächlich. Er hat seine Vorteile auf jeden Fall. Aber leider hat er auch so den einen oder anderen Nachteil. Auf alles werden wir eingehen. Jetzt schauen wir uns erstmal die Vorteile an. Ihr seht schon, überall Taschen. Ja, es ist super zum Organisieren. Pro Seite gibt es schon 5 Taschen. Einmal hier eine große und auf der anderen Seite genauso. Und da eben dann auch nochmal 2 Reißverschlusstaschen. Dann hinten gibt es auch nochmal 6 Taschen. Also nach Adam Riese haben wir 16 Taschen. 16 Taschen an diesem Rucksack. Das ist natürlich schon enorm. Wow. In diesen 16 Taschen habe ich die Haupttasche mit eingezählt. Kann man jetzt sagen, okay, soll man das machen? Ansonsten sind es halt dann 15. Macht den Käse jetzt auch nicht fett. Gut, die Taschen, man kann es super organisieren. Hier 2 kleinere, hier habe ich immer meine Riegel drin, wie ihr seht. Hier habe ich dann meine Sonnenmütze drin, was zu trinken, mein Handy und so weiter. Hier kann man ein Handy reintun. Ich finde es ein bisschen unbequem. Also erstens wäre es ein kleines Handy. Zweitens, ich fände es immer ein bisschen unbequem, weil das dann hier so ein bisschen drückt und so weiter. Ich tue hier immer meine Papiere von allen meinen Riegeln reintun. Dann sind die schön verstaut und das passt dann. Leave no trace. Ihr seht, das Tragegestell ist auch noch anders. Es ist wie eine Running Vest aufgebaut. Also so eine Marathon-Ultra-Leicht Running Vest. Das verteilt das Gewicht sehr angenehm, muss man sagen. Es ist hier nicht großartig gepaddet, also irgendwie gepolstert, sondern hier verteilt sich das einfach um den Brustkorb sehr gut. Es gibt auch, wenn man will, so ein Gurt hier. Brauche ich gar nicht, finde ich. Erleichtert es vielleicht ein bisschen, ja. Man kann es sogar hier abmachen, wenn man den Rucksack ein bisschen leichter gestalten will. Und das bringt mich tatsächlich zum nächsten Punkt. Diese Weste ist sehr, sehr leicht. Angegeben vom Hersteller sind 715 Gramm. Ich werde euch dann noch hier einblenden, wie viel dieser wirklich wiegt. Tatsächlich gibt es nämlich den Rucksack in mehreren Varianten. Einmal die Literanzahl, ja, da gibt es 20, 30 und 40, das ist die 40er Variante. Aber dann gibt es diese auch noch in unterschiedlichen Größen, nämlich SM und ML. Das hier ist in diesem Fall die SM-Variante. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Vielseitigkeit des Rucksacks. Hier, ihr seht, das ist ein Rolltop-Verschluss. Durch diesen Rolltop-Verschluss kann man den sehr groß gestalten mit 40 Litern, aber wenn man den ganz eng zusammenrollt, dann kann da auch wesentlich weniger rein und es ist wie ein Daypack mehr oder weniger. Man hat hier auch verschiedene Möglichkeiten, Sachen anzubringen. Ihr seht, ich habe hier meine Krödeln dran. Hier kann man theoretisch Eisaxt oder Pickel oder einfach nur seine Stöcke ranmachen. Dann wunderbar große Stretch-Taschen für, hier in diesem Fall, was zu trinken. Eine große Stretch-Tasche vorne. Hier habe ich mein Sitzpad drin. Dann hier eine kleine Zippertasche. Bei der bin ich ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen, weil wenn es regnet, kann da eben recht die Feuchtigkeit eindringen. Es ist nicht irgendwie noch behandelt, dass hier keine Feuchtigkeit eindringt. Dann hier eine Daisy Chain, hier Daisy Chain und die Daisy Chain geht tatsächlich auch noch weiter hier weiter unten. Und dann hier, wie gesagt, noch eine Stretch-Tasche. Und die übersieht man recht leicht. Hier eine kleine Tasche
um seinen Schlüssel zu verstauen. Soll heißen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wie schon gesagt, 6 Taschen, also insgesamt 16. Hier natürlich auch eine Möglichkeit, den Rucksack zu komprimieren. Diese Komprimierung ist tatsächlich dann mit dem Rolltop verbunden und da komme ich dann tatsächlich schon zu einem Punkt, der mir nicht ganz so gut gefällt. Hier dieses Plastikteil hat einen Schlitz, um es ausbändeln zu können. Man kann diesen Kompressionsgurt ausbändeln, aber dadurch kann es passieren beim Auf- und Zumachen und so weiter, dass dieser Kompressionsgurt wegrutscht und rausrutscht. Ich habe sonst immer, jetzt habe ich es abgemacht, aber sonst habe ich immer so einen Kabelbinder drum gemacht, dass das eben nicht rausrutscht. Ein weiterer Vorteil ist, wie hier der Rücken gehalten ist. Mit guter Ventilation, natürlich wird man wie bei jedem Rucksack auch schwitzen, aber man merkt, dass es Luft drankommt. Es ist steif, soll heißen, man kann auch ein bisschen Gewicht damit rumschleppen. Hier zum Beispiel habe ich 2 Tagesgepäck mit dabei, um es euch mal zu demonstrieren, dass das wunderbar geht. Und tatsächlich haben sie auch mitgedacht, bei diesen ganzen Stretch-Taschen gibt es hier eine Lippe. Es ist nicht einfach hier vernäht, sondern hier ein Überschlag und hier auch. Hier auch, sodass die Wahrscheinlichkeit minimiert wird, dass irgendwas runterfällt oder rausfällt, um genauer zu sein. Hier seht ihr ein Loch für die Trinkblase, wo dann der Schlauch rausgeführt wird, der hier dann drunter geführt werden kann und dann eben zum Mund. Und der kann tatsächlich dann hier noch arretiert werden, damit es nicht dauernd hin und her baumelt. Hier ein kleines Gimmick. Wie ich finde, noch eine kleine Pfeife, bisschen hoch, aber doch recht laut. Und man kann tatsächlich die Pfeife hier noch eine extra kleine Tasche hier reinstecken. Ich habe schon erwähnt, hier war ein Loch für den Schlauch von der Trinkblase. Natürlich gibt es da innen drin noch mal eine Tasche für die Trinkblase. Noch 2 Negativpunkte. Hier gibt es so kleine, ja, ich würde fast ein bisschen Schwachstellen sagen, weil hier ein bisschen die Naht schon ein bisschen, ja, nicht gerade aufgeht, aber man sieht zumindest den Faden. Also da gibt es auf jeden Fall Stresspunkte. Dann, ja, noch ein Vor- und Nachteil, weil das Tolle an diesem Rucksack ist, dass der einen seitlichen Reißverschluss hat, wo man an die Sachen kommen kann, auch wenn man nicht den Rolltop aufmachen muss. Nachteil? Warum Nachteil? Weil dieser Reißverschluss, ich weiß nicht, so ein bisschen fiepsig darüber kommt. Da habe ich so ein bisschen ungutes Gefühl, will ich mal sagen, ob der das alles aushalten kann. Hier, wenn man den Rolltop aufmacht, hat man hier auch noch ein bisschen Platz. Ist mit Klettverschlusspunkten verbunden. Einmal hier in der Mitte, hier an der Seite und hier an der Seite. Und hier seht ihr, führt der ganze Reißverschluss entlang. Wie schon gesagt, ich habe hier jetzt Equipment drin für eine Mehrtagestour. Dafür braucht man schon etwas leichteres Equipment, leichter und kleiner. Man kann jetzt nicht große, schwere, ja, vor allem große Sachen jetzt hier reinpacken. Ansonsten, ja, würden 40 Liter einfach nicht ausreichen. Aber gute Alternative zu anderen Ultraleicht-Rucksäcken, die, ja, zum Beispiel mit Dyneema verarbeitet sind oder mit Ultra 200. Weil dieser Rucksack, den gibt es schon für um die 170 Euro hin und wieder ein bisschen weniger. Die Rucksäcke mit Dyneema und Ultra 200, da wisst ihr vielleicht, die sind in einem ganz anderen Preissegment. Da sprechen wir auch über 250 Euro und eventuell sogar aufwärts. Eins hätte ich fast noch vergessen, wenn ihr Stöcke habt, könnt ihr die nicht nur hinten am Rucksack befestigen, sondern auch hier vorne dran klipsen. Das funktioniert allerdings nur, wenn ihr Faltstöcke habt. Die können hier einfach rangeklipst werden. Kann die hier reinstecken.
einmal rumwickeln und ranklipsen. Das finde ich vor allem praktisch, wenn man im unwegsamen Gelände ist, seine Hände zur Hilfe nehmen muss, also klettern muss und dann den Stock einfach schnell irgendwo befestigen oder verstauen muss. Ihr seht, der Rucksack macht vieles richtig, hat viele Gimmicks, aber hat auch so seine Schwachstellen. Die größten Schwachstellen finde ich tatsächlich einfach hier, dass das immer wieder mal rausrutscht, was mega nervig ist, wieder reinzufieseln, vor allem mit kalten Händen. Aber wie gesagt, man kann sich da Abhilfe schaffen, indem man hier mit so einem Kabelbinder das einfach befestigt. Und dann eben hier ja, die Stresspunkte. Ich habe den schon auf einigen Touren dabei gehabt. Ich hoffe, das hält noch weiter. Bis jetzt ist es nur ein Bedenken, ja, aber mal schauen, wie es sich weiterentwickelt. Es hatte schon auf einigen Touren, soll heißen, man kann schon mit dem gut was anfangen. Der wird nicht gleich bei der ersten Tour oder bei der zweiten Tour auseinanderfallen. Aber da bin ich eben gespannt. Einfach, es ist eine, man muss es einfach bedenken, ja, ganz einfach. Aber ansonsten sehr begeistert. Man kann, wie gesagt, mit dem sehr, sehr viel machen. Man kann Eintagestour, Mehrtagestour, wandern, Eisklettern, Hochtouren und machen. So, ich werde jetzt hoffentlich noch einen schönen Sonnenuntergang genießen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Abo freuen oder ein Like, ein Kommentar, alles zusammen am besten. Und wir sehen uns einfach das nächste Mal wieder bei Outdoor Gear Junkie. Servus!